Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist jetzt Sonntag und 16 Uhr und nein, nicht jeden Sonntag, aber heute am 5.7.2020. Ich weiß nicht, ich glaube einmal im Monat oder so sendet SM Radio Dessau aus Moosbrunn mit 100 Kilowatt. Das heißt im Prinzip so wie Radio DRC auf der 6070 Kilohertz. Eigentlich ein ganz schönes Programm. Hören wir, die bringen jetzt gerade Musik. Na, der werde ich heute mal meine Empfänger vergleichen. Ich denke, es wird so ähnlich wie bei Radio DRC sein. Und ja, los geht's hier. Den XR Delta mit Regenrohr hören wir ja schon. Ja, ab und zu gibt es leichte Störungen. Aber sonst relativ gut, so wie Radio DRC halt. So, dann haben wir hier den Grundig Yachtboy ebenfalls mit Regenrohr. Das klingt dann so. Da ist bloß der Lautsprecher etwas schlecht. Das ist mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Kann man den Klang noch einstellen? Hier ist es auf Sprache. So klingt es auf Musik. Da ist etwas mehr Volumen da. Und das ist jetzt basslastige Musik, aber das klingt, finde ich, nicht schön. Ich finde es auf Musik hier am besten bei der Musik. Ja, das Francis-Röhrenradio kann ich jetzt leider nicht vorführen. Da ist die Batterie leer. Ich habe es leider für eine Stunde vergessen auszuschalten und die Batterie war eh schon recht leer. Und ja, weiter geht's nun mit dem ITT Golf Europa. So, dieses Gerät ist ebenfalls an die Regenrohrantenne angeschlossen. Hören wir hier einfach mal rein. Oh, einschalten sollte man natürlich im 49 Meter Band. Hier ist das Programm. Mal sehen, wann sie gleich was sagen. Das ist jetzt natürlich schlecht, weil die jetzt irgendeine alte Aufnahme bringen. Kann man es natürlich schwer testen, aber jetzt kann man es testen. Relativ gut, etwas schlechter, wie gesagt, auch mit Regenrohr hier. Hier spricht der deutsche Freiheitssender 900 Uhr. Nun gucken wir uns nochmal die beiden anderen Radios an. So, hier haben wir jetzt einmal den Commander 6100 DS mit Stabantenne, nicht mit Regenrohr, und das merkt man hier deutlich. Es klingt doch relativ schlecht, wenn ich hier anfasse, die Antenne. Klingt es etwas besser, aber trotzdem nicht so gut. Nun noch ein Radio ohne Regenrohrantenne momentan, und das ist der Senator Volltransistor. Sie spielen nun immer noch ihre alten Pausenzeichen, die natürlich selber verrauscht sind, aber das ist schon etwas besser. Der empfängt es ja magnetisch. Meiner Meinung nach etwas besser als der Commander. Was hier abstimmen. Und ja, nun nochmal den Xadata draußen mit Wäscheleine. Zu erklären. So, wieder ein altes Pausenzeichen und nun sind wir draußen erstmal mit Stabantenne. Ich warte noch mal, bis was live gesagt wird. Ich mach mal kurz Pause. Auch noch was Altes. So, klingt doch relativ gut, besser als mit Regenrohr. Nun schließen wir es hier einfach mal an den Wäscheleiner an. Anschlusskabel ist natürlich etwas kurz, aber... Ich denke, man hört schon, es ist absolut rauschfrei. Wieder Pausenzeichenstimme der DDR. Absolut rauschfrei. Und ja, ich verabschiede mich dann. Ich höre da noch ein bisschen zu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.